die Stimme des Heiligen Geistes hören. Wie spricht Gott? Gott spricht leise. Gott ist der Liebhaber des Menschen. Er liebt jeden Menschen. Und Gott möchte gern jeden Menschen retten. Wie geht ein Liebhaber vor? Wird er schreien, Gewalt anwenden? Denke mal drüber nach. Gott möchte dich retten. Geht das, indem er dir jemand schickt mit einer Peitsche? Gerettet wird man im Herzen, durch Glauben. Der lässt sich nicht einpeitschen. Gottes Stimme spricht leise. Gott wurde Mensch, damit in dir ein Freiraum entsteht für ihn. Er wurde Mensch, um deine Sünden zu tragen am Kreuz, damit dort, wo die Sünde war, nunmehr er selbst, der Heilige Geist, wohnen kann. Du kannst das ohne weiteres annehmen. Das geht aber nur bedingungslos. Gott ist heilig, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du kannst dich für ihn entscheiden. Entscheide dich für Jesus Christus. Jesus macht frei. Jesus hat nur Gutes für dich. Wenn du dich für Jesus entscheidest, erhältst du den Heiligen Geist, eine sehr sanfte, freundliche Unterweisung in dir. Sie wird dich leiten in aller Regel, ohne dass du das mitbekommst. Da werden böse Türen sein, durch die du nicht hindurchgehen darfst, und du gehst an ihnen vorüber, ohne dass du überhaupt etwas davon mitbekommst. Und da werden gute Türen sein, und du bleibst davor stehen, ohne zu wissen, warum. Du drückst die Türklinke, öffnest die Tür und erkennst, genau das brauchte ich. Genau das brauchte ich. Gott hat den Überblick von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er hat alles für dich getan. Mehr geht nicht, Mensch zu werden, um deine Sünden in einem sehr schweren Tod 6 Stunden am Kreuz zu tragen. Mehr geht nicht. Deine Aufgabe ist, das anzunehmen, frei. Du wirst das tun, wenn du zu Gott gehörst. Du wirst erkennen, diese Botschaft ist für dich. Und wenn du nicht zu Gott gehörst, wirst du sie ablehnen oder vergessen. Möge der Herr dir gnädig sein und dir Unterweisung geben. Liebe, dass er sich dir erkennbar macht. Möge der Herr dir gnädig sein. Möge der Herr dein Herz berühren
so dass du weißt, es ist der Herr, Jesus. Amen.